man wirklich bessere FPS. Ja, weil der Server gerade verschießt hat. Da schießt einer. Bitte? Was nicht? Ein Bot. Oha, die Blitze. Also wir müssten gleich aus Airfield versuchen, einen Night Vision zu finden. Das ist ja mega wichtig. Aber auf wen haben die Bots geschossen? Irgendjemand muss hier in der Nähe sein. Oh fuck, hat wer was zu trinken? Oh, trinken, wenn's trinkt. Ja, dann lass ganz schnell looten jetzt. Schon wieder ein Schuss. Ich hab was zu trinken im Rucksack. Alter, der Blitz. Wenn wir stehen, wo kommen die Schüsse denn? Perry, bleib stehen. Dankeschön. Wo seid ihr denn? Hier sind die Container dran. Jo. Ich hab noch schon einen Container. Oh, da stehen sie drin, da stehen sie drin. Die Bots? Wo? Hab einen gesehen, hab einen gesehen. Ich bin jetzt auch da. Oh ja. Wer will? Achtung, Perry, nicht vorgehen. Wieder nach vorne. Oh, da oben, da oben. Oh, oh ja, sehen. Oh lol. Ich hol. Ach du Kacke. Schnell, Perry, bevor der dich holt. Ist down, ist down, ist down. Warte, wie war das? Du hast Trinken in deinem Rucksack? Nee. Hab ich schon genommen. Ja. Gott, jetzt müssen wir aufpassen. Nachts ist es mega schwer, die zu orten. Das ist da sind viele, die rennen auch rum, die rennen auch rum. Wenn jemand schießt? Auf mich. Kannst du hier den... ich kann den Zombie hier. Wurde das gerade einer von euch? Nein. Ah, ich weiß noch wo. Der schießt auf mich. Alter! Boah, der Krieg! Das ist ein M2! Oh mein Gott. Du wurdest angeschossen. Was machst du denn die ganze Zeit? Wer sprayt denn mit einer F-80 durch? Ich weiß nicht. Nicht, bleib stehen. Geh hier hin, komm hier hin. Ich geb dir hier. Der steht, glaube ich, genau am Zaun. Ich glaube, das war der Zombie oder so, der geschossen hat. Ich geb dir einen Bloodpick. Macht auf jeden Fall sicher. Ich möchte hier ungern sterben. Kannst du vielleicht das einmal umgehen und gucken, ob auf der anderen Seite vielleicht jemand ist? Weil die haben ja eben auf jemanden geschossen. Die könnten auch auf Zombies geschossen haben. Das kann auch sein. Okay, ein Bot steht hier. Oh, ich bin krank. Ich hab ein Antibiotika zur Not mit. Oh, oh. Kannst du nochmal hier hinkommen? Der Bot, der steht hier, der auf dich geschossen hat. Ja. Der glitscht hier so halb durch die Mauer. Hast du das Antibiotika im Rucksack? Ja, ja. Oh, es sind richtig viele Bots. Raus. Die laufen alle in eure Richtung. Ja, aber die können hier noch, können die hier nicht durch. Pass auf, du siehst, hinter dem Container, der glitscht halb durch die Wand, musst du aufpassen. Ob du vielleicht ihn durch die Wand töten kannst. Wo? Hier, sofort dahinter ist der. Der ist sofort hinter diesem ersten Metallplatte. Oh, hier ist hier auch noch ein. Ich sehe sogar noch zwei. Oh, da kommt er. Da. Oh, der ist... Hast du den? Nee. Der lebt noch. Ja. Oh, Painkiller, deswegen. Ich kann eine Blood Transfusion geben. Oh mein Gott. Ja, jetzt hast du den, jetzt hast du den. Oh mein Gott. Halt. Oh, ich weiß, wo der ist. Eben am Turm habe ich. Okay. Den Turm habe ich da gar nicht gesehen, da war die ganze Zeit so ein... Oh Gott, Schüsse wieder. Ja. Oh, hier rennt wieder einer her. Okay. Da. Mein Gott. Ich habe leider einen Sniper, ich würde gerne mitschießen. Zu Perry läuft einer noch.
Da oben ist eine Bandit Base. Oh mein Gott, schon angeschossen, glaube ich. Ich töte ihn, ich töte ihn. Ist tot. Perry hat ihn, glaube ich, ich lauf mal eben hier hin, ich guck mal. Ich hab so ein bisschen getötet, der gerade am Schießen war. Okay. Ach, da oben war die ganz, auf dem Silo war die ganze Zeit der M2-Schütze. Und im Industrial auch war eins der Geschütze, im vorletzten, glaube ich, hier. Direkt bei uns, das erste. Okay, sollen wir gleich... Das ist schon kaputt. Nee, hier sind noch Tote. Sollen wir gleich reinlaufen? Und gucken? Was sagst du? Soll ich vorlaufen und baiten? Ja, mach vorsichtig. Also. Ich geh jetzt warte, ich seh noch einen, ich seh noch einen. Mit einem M2, der ist in dem Industrial da drinne. Jo, stimmt, ich seh ihn auch. Mein Gott. Alter. Der ist tot, aber der hat auch geschossen. Ja, der hat einmal direkt hier neben mich geschossen. Okay, dann lass rechts um die Ecke gehen. Ich versuche dann ganz schnell aufs Dach zu kommen, damit ich uns Deckung geben kann. Perry ist auch schon drin. Okay, dann lass loslaufen. Oh Gott, wer schießt? Perry? Das war ich. Da war noch ein Bot. Muss ich ausschalten. Komm, Luca. Okay, ich lauf rein. Warum hab ich den Doppelshift an? Ich bin hinter dir, Luca. Ich guck noch vorher, was die Bots so droppen. M240 droppen die. Kann man die looten? Oh, nice. Ja. Ja, ja, klar. Ich schieße. Die Skins kann man noch nicht looten. Bist du schon drin im Gebäude? Ja, ich bin gerade drin. Okay, ich lauf die Ebenen. Ah. Okay, ich gehe ganz nach oben. Oh mein Gott, hier ist noch ein M2. Hier ist down. Okay, man kann also alle Bots looten. Aber keine Skins von denen klauen. Immerhin. Unten laufen eine Menge an Zombies. Aber NPCs sind, glaube ich, alle tot. Ja, hier spawnt Tools und Bauzeug spawnt hier drin. Das sind aber okay. Das Bucket of Mortar. Ist die Frage, wie wir das machen, weil ich würde schon gerne was mitnehmen. Ich auch, ich würde auch diesmal meine Waffe tauschen, weil die ist langsam echt komplett leer. Die M240 ganz am Eingang, die du getötet hast, die hat einen M240. Das ist eine M16A4. Jo. M200, oh hier ist eine M43 Eco GL, naja. Nehmen wir die M240. Mal gucken, was hier drin ist. Block Doorway, Block Garage Doorway, Bucket of Mortar. Das ist eine richtig gute. 4 Cinder Block Walls, 4 Cinder Blocks, also echt viel Zeugs. Hier drüben sind 12 Cinder Blocks. Okay, wollen wir eben das Auto holen? Jo, soll ich das holen? Dann könnt ihr weiter decken oder so. Okay. Ja, ich gehe gerade die ganze um aufs Dach, guck, ob hier noch wer ist. Jo. Hast du Perry nicht gesagt, dass hier unten auch nochmal irgendwo in der Mitte eine Kiste wäre? Ja, das war ja in diesem Gebäude, glaube ich, oder? Also. Okay. Ich gehe auch nochmal auf Perrys Haus und. Ja, hier scheinen alle tot zu sein, alle Bots. Fuck, wo habe ich denn geparkt? Ich weiß noch, wo soll ich holen? Ich bin jetzt schon auf dem Woke, oder bei einem Treasure. Hey Mookie. Hallo. Wir müssen gucken, ich denke, dass da ziemlich schnell hier Leute auftauchen werden. Richtig auch. Aber deswegen würde ich auch gerne mal zum Militärzelt gehen. Also zu einem anderen Militär. Die Frage ist auch, was wir... Also ich würde schon gerne länger auf dem Server spielen, muss ich sagen. Besser gefällt er mir. Ja, bisher. Ja. Auch wenn er viel Loot hat, ist... Hast du denn auch den Debug immer schön ausgeblendet? Ja, ja. Jetzt. Ja. Passt schon. Ach, kein Ding. Solange die nicht wissen, wo wir uns niederlassen.
Da schießt noch einer. Ich. Heute im Auto. Okay. Boah, Blitz und Donner, das sieht ja voll cool an. Die Frage ist, schaffst du... Guck mal, da wo wir reingekommen sind, ob du da schaffst, sind hier hochzufahren, diese Rampe. Welche Rampe? Ja, das war ja so eine Rampe, über diese Schlammrampe, über die wir hochgegangen sind. Ich dachte eigentlich, ich fahr da irgendwo rein, wo der Hambi stand. Da ist zu. Echt? Ja, und so viele Cinderwalls wird schwer sein zu schleppen. Da sehe ich das Auto. Boah, das, dich sieht man gar nicht. Dich hört man auch nicht wegen dem scheiß Gewitter. Boah, ey, das Wetter ist so mega awesome. Alter. Weißt du, was mir fehlt? Wir sind noch, wir waren gerade ganz oben auf dem Dach drauf. Ich bin das. Es fehlt nur noch so ein Nebel, weißt du? Ein Schleiernebel. Naja, der wird aber ein bisschen wieder lästig, finde ich. Das ist eine Ziege. Da ist ja so ein Holzscheitel vor. Wobei, doch, da müsste ich durchkommen. Ich bin einfach mal langsam. Nee. Ich glaube, es würde gehen, aber bevor ich irgendwas kaputt mache. Ja, warte, bleib hier einfach stehen. Nee, nee, bleib hier einfach stehen. Wir benutzen mich als Tragetasche. Ich pack alles voll, wenn ich umkippe, zieht ihr mich einfach. Okay. Alles klar. Ja, ich versuche einfach komplett alles auf einmal zu nehmen. Ja, mach ich. Ich nehme alles rein, was ich hab. Ich nehme noch so ein paar coole Waffen mit, wie M4-1 CCOSD und so. So, ich bin jetzt komplett leer. Okay. Inventar leer, Rucksack leer. Dann komm in dein Haus, wo du als erstes drin warst. Ja, da komm ich rein. Oh, und einer von euch eine M24 genommen gehabt? Nee. Weil sind noch, weil sind einfach nur M24-Magazine in einer Leiche. Ja, ich hab eine M40, ich hab die beiden M40s, Achso. Im Rucksack gepackt. Das ist echt cool, ey. Also macht Spaß, weil so kann man auch ziemlich schnell was zusammenbauen, weißt du? Gut, das ist einfach ja. Mit Server Restart. Alles klar, Mucke, es geht los. Okay. Wo läufst du denn hin? Oh, Zombies. Schnell für ihn. Das ist doch ein Schreien, ist das Perry? Ja, ja, aber wir brauchen Hilfe. Halt Luca, wir brauchen Hilfe. Jetzt vielleicht ein paar Painkiller behalten sollen. Ich bin da gierig. Blut übrigens. Ja, ich bin da gierig. Ich blute auch. Hinter dir ist noch ein Zombie. Ja, komm einfach mit mir. Dann nagiere mich eben auch und dann schleppe ich dich. Lol, der hat mich ohnmächtig gehauen. Ja, auf einmal stehst du wieder. Ja, das ist so, Bug. Ich kann dich aber nicht schleppen. Give Painkillers. Echt? Ich kann dir einen Painkiller geben. Ja, dann muss ich. Kannst du nicht aufstehen? Ah, okay, du bist aufgestanden. Ich stell mal vor, wir wären jetzt alle gleichzeitig unmächtig geworden. Das wäre richtig schlecht gewesen. Hier ist noch eine M240 mit 4 Magazinen. Kann mir eben einer Bloodback geben? Jo, warte, ich komme. Wo bist du? Beim Auto. Alles klar. Ich komm da auch hin, ich hätte gerne auch noch eins. Ich hab nur noch eins. Ich hab eins noch. Ist hier im Auto. Ich
habe auch noch zur Not bei mir in meiner Tasche. Ich brauche übrigens immer noch Trinken und wieder ein Bloodbag wegen dem Trinken. Ich muss ein Papier. Gib ich dir eins. Wir haben nicht mal viel Platz, ne? Bei. Wir haben gar keinen Platz mehr im Auto. Ja, ich kann dir keins geben, Mutter. Jetzt vielleicht? Komm mal ein bisschen auf Seite. Nimm mal die AK und die Standardmagazine da raus, dass wir noch ein paar Thunderbolts platzieren können. Ja, ich nehme jetzt sowieso noch. Ich habe ja gar keinen. Mein ganzes Inventar ist ja noch im Auto. Okay. Also ich habe ein paar Painkillers, die ich. Jo, danke. Ich habe noch ein paar Painkillers, die ich dir geben kann. Dann wird das auf jeden Fall super duper. Diese AK-Waffen oder so brauchen wir ja nicht. Wir brauchen ja nur 2-3 Waffen so. Ja, zum Verkaufen halt. Damit wir einen Safe holen können, weißt du? Ja. Und CCOSDs kann man nicht verkaufen, oder? Nee. Ich wieder ein paar frische Bandagen mitnehmen, ne? Und am liebsten würde ich gleich mal was trinken, was zu trinken kaufen gehen. Bin gerade am Verdursten. So, ich habe jetzt 6000 Kilo mit. Ich nehme den Rest mit. Okay. Luca! Ja, da bist du doch schon. Kannst du mir einen Painkiller geben? Nee, oder? Hab ich einen im Inventar? Oh oh. Zombies. Kann aber auch keinen Painkiller geben. Was man machen kann, ist einen Puls checken. Oh Gott. Also ich konnte Perry EM eingeben, ich blute. Kannst du mich verbinden? Immer nur noch Bandagieren, Painkiller geht nicht. Ja, warte, dann, ich kann selber einfach nehmen. Wer hat da gerade geschossen? Ja, Harry. Zombie. Ich habe jetzt einen Painkiller genommen. Ach, das ist dumm, ich habe jetzt keinen Sound. Ich auch nicht mehr. In der Mauer, die ganzen Bots haben noch ganz viele Waffen. Ja, wir brauchen keine Waffen, wir haben doch genug. Wir haben coole Waffen. So M43E guckt sich egal. Ja, aber wer wird schon mit den Spielen? Ja, das ist halt Epoch, bevor hier noch wer kommt. So, ich sitze im Auto. Das heißt, ich kann einladen. Die Metal Flows. Könnt ihr so Sachen wie Campingzelt doch mal eigentlich hier die M24-Magazine und so rausnehmen? Jo Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Diesmal ein bisschen ruhiger gewesen. Dafür kommt morgen nochmal eine DayZ-Folge. Dort aber mehr Action. Und ja, wir nehmen einmal eine Base auseinander und haben unseren Spaß am Airfield. Deswegen schaut morgen nochmal vorbei. Danke fürs Zusehen. Ciao.